Ich empfinde die Straßen hier in Wiesbaden überhaupt nicht Fahrradfahrer geeignet. Und deswegen fahre ich. Man muss irgendwas machen, also die Stadt bewegt sich nicht. Das ist ja schon vor 20 Jahren, gab es ja schon eine Initiative, Fahrradfreundliches Wiesbaden oder irgendwie so hieß das. Und da wurden auch schon kleine Demonstrationen gemacht. Und was ist passiert? Ich war 10 Jahre nicht in Wiesbaden, bin jetzt zurückgekehrt und was finde ich vor? Hin und wieder mal kleine Strecken, die aber dann abrupt enden. Und das ist eine Katastrophe. Also wir brauchen unbedingt ein durchgängiges Netz und nicht nur so ein Stückwerk. Und außerdem muss der Fahrradfahrer, die Fahrradfahrerin wirklich ernst genommen werden als Verkehrsteilnehmer. Dann müssen eben eine Fahrbahn jetzt mal stillgelegt werden für die Autofahrer und umgebaut als Fahrradweg. Also das muss sein, so kann es ja gar nicht weitergehen. Und Verkehrswende für Wiesbaden heißt, wir wollen besseren ÖPNV, wir wollen bessere Situation für Fahrradfahrer und bessere Situation für Fußgänger haben. Diese Fahrrad-Flashmobs und Courses waren ursprünglich eigentlich als Werbemaßnahme für diese Verkehrswende gedacht. Und daraus hat sich jetzt so eine eigene Fahrradgruppe gebildet, die Spaß und Freude haben. Und dieses Anliegen haben wir im letzten Jahr festgestellt, dass man was tun muss hier. Weniger Autos und mehr für die anderen Verkehrsmittel in der Stadt, gerade auch Fahrradfahrer, haben wir so viel Zustimmung in der Stadt gefunden. Also überall immer Leute, ja, endlich tut sich was und so. Und das ist auch die Motivation, weiterzumachen. Die Situation in Wiesbaden ist besonders schwierig. Viele Eltern, die lassen Kinder nicht in der Wiesbaden Fahrrad fahren. Das ist zu gefährlich. Das Problem ist, dass wir eine Autostadt geworden sind, dass die Autofahrer, wir haben sowieso Stau, wir haben vom Verkehr her mit eine der dreckigsten Städte in der Bundesrepublik. Ausstoß von den Autos, von den LKWs und Bussen, nicht nur die CO2, sondern auch die Dioxide, die da in der Luft, der Feinstaub. Das ist alles ein Punkt, was wir verbessern wollen eigentlich. Und wir sehen uns als Teil, um die Stadt Wiesbaden lebenswert und liebenswerter zu machen. Und das Fahrradfahren gehört dazu. Und die Politik macht auch inzwischen etwas fürs Fahrradfahren, aber da haben wir den Eindruck, die sind hauptsächlich in Richtung den Feierabendverkehr oder den Ausflugsverkehr zu fördern. Das sind also schöne Straßen im Rheingau entlang, am Rheinland und so. Für uns ist wichtig, dass der Alltagsverkehr mit Fahrrad gestaltet wird. Und da hinken wir in Wiesbaden hinterher. Also 3, 4, 5% sind Fahrradfahrer, andere Städte sind bei 10 und 15%. Ich denke, wir waren so knapp über 40 und gute Laune, gutes Wetter. Und man merkt immer wieder, sind ja immer andere Teilnehmer eigentlich, man merkt immer wieder, dass alle Spaß dran haben, dass man mal sich frei in der Stadt auf den Straßen, also auf den Straßen bewegen kann. Das ist einfach eine lustige und ein spaßmachender Faktor. Wie gesagt, wir hatten das als Werbe, unsere Fahrradtouren waren erst eine Werbemaßnahme für unser Verkehrswendefest. Und die Zustimmung hat uns dazu gebracht, dass wir eigentlich den Riesenbedarf sehen, dass sich irgendjemand drum kümmert. Gut, wir haben den Fahrradverband, den ADFC, den VCD, die sich auch drum kümmern. Aber die Menschen wollen das auch sehen. Wir wollen Öffentlichkeit wirksam sein. Und das ist der Grund, warum wir Spaß haben. Der ist der Grund, warum wir auch regelmäßig das machen. Immer jeder erste Donnerstag im Monat treffen wir uns um 18 Uhr hier am Bahnhof. Dass die Regelmäßigkeit auch den Menschen dazu bringt, ohne Werbekampagnen dazu zu kommen.